Wer waren die Superstars der Olympischen Spiele, jetzt der Winterspiele in Calgary? War es Martin Niekanen, der dreifache Goldmedaillengewinner? War es aus deutscher Sicht Marina Kiel? Oder war es unter Umständen ein ganz, ganz anderer? Eddie, der Adler, der Liebling der Massen. Und seine Springerfreunde, ich darf es nochmal sagen, die scherzen immer damit, dass er so kurzsichtig ist, dass er gar nicht sieht, was da auf ihn zukommt, wenn er jetzt dann die Anlaufspur runterfährt und mit knapp 100 Kilometer pro Stunde über den Backen geht. Eddie Edwards. Bravo, Eddie. Er hat auch den zweiten Sprung gut überstanden. Schauen Sie, was los ist. Überall hier in den Zeitungen, in den Fernsehanstalten von Calgary und in Kanada und den Vereinigten Staaten wird über ihn berichtet, als gehörte er zu den ganz Großen dieses Sports. Martin Niekanen hat kaum weniger Schlagzeilen. Zum ersten Mal nach den Spielen bei uns in Deutschland Michael, genannt Eddie Edwards. Also ich muss sagen, es gab kaum einen Sportler, der mehr Sympathien geholt hat bei diesen Olympischen Spielen in Calgary. Ich weiß, dass selbst Leute, die überhaupt nichts mit Sport am Hut hatten, gesagt haben, wenn der Junge kommt, ruf mich mal schnell aus der Küche wieder raus. Als Sie dann jetzt wieder zurückgegangen sind, waren Sie ein Nationalheld oder haben es Ihnen Leute übel genommen, dass Sie nicht weiter vorn gelandet sind? My reception at home was amazing. Meine Begrüßung zu Hause war wirklich erstaunlich, überwältigend. Als ich in Calgary war, ich hatte in Steamboat Springs trainiert, bevor ich nach Calgary ging. Da war ich zwei Wochen, dann zwei Wochen in Calgary und ich wusste wirklich nicht, was zu Hause vorging. Und die Atmosphäre zu Hause war derart. Alle haben mich gesehen, alle wollten wissen, wie es mir ergehen würde. Und als ich dann nach Hause zurückkam, nachdem ich einen neuen britischen Rekord aufgestellt hatte, da war die Begrüßung fantastisch. Sie standen alle hundertprozentig hinter mir. Wenn Sie heute irgendwo in England auf der Straße gehen, werden Sie sofort erkannt? Sind sofort auch hunderte von Schulterklopfern da? Ja. Ich muss nur meine Türe aufmachen und die Leute drängen herein. Sie wollen Autogramme haben, Fotos haben, wollen geküsst werden, alles das. Es ist wirklich erstaunlich. Wie erklären Sie sich das? Weil normalerweise möchte man immer nur die Sieger sehen. Nach den Verlierern kräht kein Hahn. Ich glaube, viel davon hat damit zu tun, wie soll ich es denn ausdrücken? Meine Haltung, meine Einstellung zu meinem Sport. Ich war einfach ein bisschen anders von allen. Dann alle haben sich ganz konzentriert auf das, was sie getan haben. Und meine Haltung war, ich konnte gar nicht gewinnen. Ich springe erst seit zwei Jahren. Ich wollte dorthin gehen und wollte das auch genießen. Und genau das habe ich gemacht. Die Menge war hinter mir, ich winkte ihnen zu und es ging mir gut. Und auch mein Kampf, um zu der Olympiade auch zu kommen, war wichtig. Die Leute haben mich anerkannt als Kämpfer. Ich springe schließlich erst seit zwei Jahren. Alle sagten, du brauchst acht Jahre, bis du wirklich springen darfst. Und ich habe nur fünf Monate gebraucht. Mein ganzer Kampf in den letzten beiden Jahren, zur Olympiade zugelassen zu werden, haben die Leute beobachtet und sie haben meinen Kampfgeist bewundert. So Leute wie Martin Niekanen, der ja alles abgeräumt hat, drei Goldmedaillen geholt hat, redet er eigentlich mal mit Ihnen oder ist er so arrogant, dass der im Grunde sagt, was will denn dieser Piefke da? No, he's a really nice guy. Nein, der ist wirklich sehr nett. If I'm at the top of a jump, he's on, wenn ich oben auf der Schanze stehe, dann ist der Erste, der herkommt und mich begrüßt. Wir lachen zusammen. Leider spricht er nur sehr wenig Englisch. Also wir kommen nicht so ins Gespräch, wie wir sonst. Aber ich spreche ein bisschen Finnisch, er spricht ein bisschen Englisch und es geht immer lustig zu. Er hat eine gute Beziehung. Er mag die Presse allerdings nicht so sehr. Er mag nicht, dass Leute ihn fotografieren.
trainieren und so. Aber gegenüber den anderen Springern ist er sehr nett. Stichwort Presse. In einer britischen Zeitung stand über Sie, dass Sie im Grunde nicht weiter springen als ein Hund, wenn man Schokolade ruft. Ärgert Sie das? No, not really. Nein, eigentlich nicht. Jeder weiß, dass ich erst seit zwei Jahren springe. Ich muss noch viel lernen und ich hatte zuvor auch kein Geld, keine Trainingsmöglichkeiten in Großbritannien, gar nichts. Selbst im letzten Sommer, als ich in der Schweiz trainierte, da hatte ich keine Ausrüstung, keine entsprechende Sportlernahrung. Und trotzdem bin ich zur Olympiade gekommen. Jetzt habe ich das Geld, jetzt kann ich mir einen guten Trainer leisten. Und jede freuen Sie jetzt darauf und hoffen darauf, dass ich so weit springe wie Martin Näkkönen. Ich hoffe, in 3 bis 4 Jahren bin ich auch so weit. Wie ist denn das eigentlich mit Eddie und den Frauen? Es gibt noch einen gemeinen Schreiberling, der gesagt hat, Sie sehen aus wie eine unfertige Studie aus der Werkstatt der Evolution. Schon gemein. Und ist es jetzt so, dass also die Mädels hinter Ihnen herrennen und Sie die Front Door zumachen müssen, so wie Sie es eben geschildert haben? Well, not really. Nein, eigentlich nicht. I open the doors, but they don't come in. Ich mache die Tür schon auf, aber die kommen nicht rein. Also. I've been called worse things. Ich bin schon Schlimmeres genannt worden. Ich laufe auch nicht in den Frauen nach und die Frauen jagen mir nicht nach. Aber so ist es mir recht. Also ich glaube, wenn man einem Menschen es gönnt, dass er die nächste Goldmedaille im Skispringen gewinnt bei den nächsten Spielen, dann sind Sie das. Ich freue mich drauf. Sind Sie dabei? Thank you. Es gibt... Yes, I'll be training hard now. Ich werde jetzt hart trainieren in den nächsten 3 Jahren. Ich unterzeichne gerade einen Vertrag, um das Geld zusammenzubringen. Ich habe meinen eigenen Trainer. Ich kann dorthin reisen, wo der Schnee ist, wo die Kunstbahnen sind. Es gibt jetzt wirklich keinen Grund mehr, warum ich nicht ganz oben landen kann. Das hängt jetzt nur noch von mir ab. Wenn ich entsprechend hart trainiere, dann komme ich auch dorthin. In Deutschland werden es Ihnen viele gönnen, dass Sie Gold gewinnen. Alles Gute. Danke, Eddie Edwards. Thank you. Thank you.